Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni und herzlich willkommen zum nächsten GTA 4 Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's weiter mit einem gechillten Night Let's Play, das erste Night Let's Play in GTA 4. Und im Hintergrund hört ihr einfach diese Melodie, die ist einfach nur phänomenal, Alter. Ich schwör's dir, diese GTA-Musik, Alter, bei GTA 4, bei San Andreas. Es ist einfach bombastisch, muss man wirklich sagen, Leute. Ja, wir haben momentan keine Mission auf der Karte frei, aber wir werden gerade von Nico angerufen, von Roman, unserem Cousin, angerufen. Und GTA macht mir richtig Bock, das ist ein geiles Spiel und ich hoffe, ihr behält das mit eurem Feedback immer weiter so. Also wenn euch das Video gefällt oder ihr die Serie feiert, würde mich das freuen, wenn ihr schon immer mittendrin oder wenn euch das Video einfach gefällt, einen Daumen nach oben da lässt, Freunde, weil das ist einfach die Resonanz für mich. Wir starten rein. Roman ruft an. Okay. Alles klar. Dann müssen wir jetzt mit dem treffen. Oh, es kommt immer zwei Missionen. DR und B. Oh, jetzt läuft gerade ein chilliges Lied hier im Radio, ne? Alles klar, easy, Leute. Wir fahren dann jetzt. Hä, warum blinkt das denn so? Dimitri schreibt, wir müssen reden, ich werde auf der Promenade in Fiery Eisen sein, dein Freund Dimitri. Okay, ja, das ist Dimitri. Mich würde die Story mit Dimitri eigentlich schon mehr interessieren. Soll ich sagen, warum? Weil da gibt es ja so ein bisschen Komplikationen, so die verstehen sich nicht so richtig untereinander. Der und sein Typ da, dieser Machiavelli, nee, wie hieß der nochmal? Michaela Schäfer. Keine Ahnung, wie hieß der Typ nochmal? Michael. Wir fahren jetzt hin, Leute. Bis gleich. Ja, wir machen heute wieder ganz gechillt weiter. Ich liebe das Spiel. Der Master und der Molotow. Oha, der Meister und der Molotow. Also, er will jetzt anscheinend, der Dimitri, will seinen Meister umbringen mit einem Molotow-Cocktail. Das ließ sich vielleicht aus dem... Oh, shit, aus dem Text lesen. Hey. Sit down. Sit down. Boom. Sit down. Boom. What's the problem? What do you think? Michael, Mr. Fausten. Aber er liebt dich doch wie einen Bruder. You're given a choice. Kill your best friend or die. What do you do? And there is no way out? Not now. Not after you killed Petrovic's son. You don't have any family. You could run. Wherever you go, people will find you if they want to badly enough. And for this, they want blood. But you and Mikhail, you have so much history. Sure. Well, I killed the boy, so they want me to. No. I told them you were a hired gun. And they said, as long as you were the one to kill him, you'd be spared. So that's the way it is. Yes, that's the way it is. He'll be leaving his house in a little while and heading for the club. Do what you have to do. Was? You know, if there's one thing I've learned, it's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Niko Bjelić, but we cannot change the rules. Boah, das sind weise Worte, Leute. Ich schwör's dir, also sogar bei GTA kommen so manchmal diese Werte, die vermittelt werden, die haben auch was mit dem echten Leben zu tun, das ist klar. Manche denken, ein Spiel ist ein Spiel, was vergleicht das mit der Realität? Als Maul, ihr habt das beste Beispiel gesehen bei Life is Strange, Alter, was da einem alles vermittelt wurde, ey, das ist so krass, Alter. So. Oha, du Bastard, was fährt denn nicht? Ah, der ist schon full. Der ist schon full, da drüben ist mein anderen Taxifahrer. Ich schwöre, ich fahre immer Taxi in dem Spiel, das mache ich Bock. Ey, ruf ihn. Oh, nein. Ja, Wolski. So, jetzt fahren wir erstmal schön mit dem Taxi dahin. Leute, was würdet ihr machen, Alter? Tötet ihr euren besten Freund oder euch selbst? Was würdet ihr machen? Besten Freund töten oder... Boah, das ist schwierig. Ich glaube eher mich selbst, Alter, weil ich könnte mit diesem Gewissen nicht leben. Ne?
$8 haben wir gezahlt. Wir haben gerade, also ich sage euch mal, wie viel Dollar wir haben. Ich lasse die Facecam oben rechts. Wir haben gerade 3.368. Und es meint ein paar von euch, ich soll mal ein Maschinengewehr kaufen im Shop. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Also Pistole, guck mal, wie soll ich das erklären, Mann? Das ist ein bisschen schwer. Ihr seht ja auch meistens, James Bond hat in seinen Filmen auch immer nur eine Pistole mit einem Schalldämpfer drauf oder so. Aber jetzt nicht immer öfter so eine richtig krasse Maschinengewehrpistole oder eine AK oder sonst irgendwas, sondern der immer diese Pistole, wenn man so ein Auftragskiller ist und diese Pistole, das ist irgendwie immer was anderes, muss man wirklich sagen, Leute. Und deshalb finde ich es gar nicht so schlimm, wenn wir erstmal nur die Pistole haben, weil wir schaffen sowieso momentan alle Missionen. Wenn wir mal Probleme haben bei einer Mission, dann können wir eine andere Waffe holen. Aber so finde ich das voll geil, Mann. Ach, das ist dieser Erotik-Club. Ach du Scheiße, Alter. Und wir sollen ihn töten, aber er muss in der Faust, der ist ein Pestroika. Dimitri, Scheib, was will Dimitri? Nico, es dürfen keine Fehler passieren. Mikhail ist ein gefährlicher Mann. Ich habe dir seitlich vom Club was zu deinem Schutz hinterlassen, dein Freund Dimitri. Ah, korrekt, der hat uns, glaube ich, so eine panzersichere Weste hinterlassen, ne? 100% seitlich im Club. Ja klar, sehr, sehr gut. Einfach hier auf der Straße, seitlich im Club. Jawohl. Trägst du eine kugelsichere Weste, richten Schusswaffen weniger Schaden an? Was? Ohne Sinn. Okay. Das war zweideutig. Ich schwöre, ich habe gerade zweideutig verstanden, obwohl das eigentlich keinen Sinn macht, das Zweideutige. Ich habe das so verstanden. Trägst du deine Schusswaffen? Ach, halt die Fresse, Alter. Ich schwör's dir, das mitten in der Nacht, ich bin mir da nicht auf Rille, ja? Oh Gott, ich bin mal gespannt, Alter. Der war sowieso ein Spasti. Ich konnte nicht leiden, diesen Mr. Forster, wie seine Frau und Tochter behandelt hat. Richtiger Pisser, ey. Nico! Und wie der uns behandelt hat. Nico Bellic! You and Dimitri are taking over now? This is not about taking over! You brought this on yourself! You pushed things too far! You would be dead if it wasn't for me. That is what Dimitri wanted when you killed Vlad. Dimitri, my brother. Aus besten Freunden werden die Feinde. You see this? Alles ist möglich. This statue says we are brothers for life. And now he betrays me. Du hast ihn verraten. You didn't give him a choice. Du hast ihn gezwungen, du hast ihn erpresst. You should have been calm. No one, not Dimitri, not anyone tells me to come. You think Dimitri would have survived prison without me? He'd just be some prison queen had I not been there. Meet for some gin monkey. I am not dead yet. Some are still loyal to me. Na toll, was Guards! Willst du mit dem machen? Oha, Alter. Hier, Alter. Oha. Hier, was wollt ihr? Was willst du? Zack. Oha, Professor geflogen. Was war das denn? Ich schwöre euch, was war das denn? Wie ist der denn dahin geflogen? Komm, mit Pistole, richtig geil. Oha. Stop. Boah, Pistole macht richtig Bock, Mann. Ich schwör's dir, das finde ich das geile. Merkt ihr das mit der Pistole? Guck mal, Stark Headshots, also das macht richtig Bock. Oha! Ey, Nico! Nico! Oh nein, oh nein. Digga. Boah, immer richtig viel Leben verloren. Schieß. Aber ich will wirklich kein einziges Mal cheaten. Ich will das Spiel ohne Cheats durchspielen, Alter. Bei San Andreas und so habe ich zum Beispiel... Oha! Okay, jetzt wird's schwer. Okay, es sind Passanten. Headshot. Ah, es ist nicht immer so einfach, einen Headshot zu geben. Wo ist der jetzt hingehauen? Boah, die Mission macht richtig... Ich schwör's euch, GTA 4, ne, ist so ein geiles Game, Mann. Ich hab so viel verlernt. Ey, Leute, das war gerade der krasseste Bug ever, ne? Ich hab noch nie so einen Bug... Oha! Oha! Digga, was hat der für eine Waffe in meinem Leben? Digga, der hat mich ja richtig auseinandergenommen. Wir dürfen jetzt nicht verkacken, Leute. Andere Waffe vielleicht doch noch besser. Oha. Hier, hä? Was machst du, hä? Und jetzt? Stuff. Hä? Okay.
Ich wollte schon sagen, was denn jetzt passiert, Alter? Das war's, Alter. Dimitri ist einfach tot, ey. Boah, er lebt noch. Oh mein Gott. Er lebt noch. Faustin is dead. Nein. It's a good thing. A hard thing. But a good thing. Hopefully this will mean peace with Petrovic. Er lebt noch. Okay, ah, jetzt ist er tot, okay. Oh mein Gott, der war gerade echt noch am Leben. Ich habe gedacht, jetzt können wir uns entscheiden, Leute, ob wir ihn am Leben lassen oder nicht. Aber ich glaube, dann hätte ich ihn getötet. Weil dieser Typ hat einfach von nichts und niemandem Respekt und denkt, er wäre wirklich der Krasseste. So denkt er. Oh mein Gott. Oh shit, egal, kein Leben verloren. Und solche Menschen kann ich überhaupt nicht. Die denken, sie wären was Besseres als jemand anderes. Mensch ist Mensch, Leute. Merkt euch das. Auch fürs echte Leben. Nicht nur in Spielen muss man Respekt haben, sondern auch im echten Leben. Das ist das Wichtigste. So, wir fahren zur nächsten Mission hin. Also erstmal eine Sache, die ich ansprechen wollte. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen. Ich hab gestern mein Fatal-Spiel verloren. Sicherlich mitbekommen. Ich bin echt mega enttäuscht von mir. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich denke mal, es liegt einfach daran, keine Ahnung. Es ist für mich sehr komisch, immer so zu spielen, wenn Stefan so hinter mir sitzt und ich dann einfach direkt so voll... Da habe ich noch mehr Druck irgendwie, keine Ahnung. Ich spiele am besten einfach konzentriert, wenn ich wirklich in Ruhe zu Hause sitze und einfach spiele so. Wenn man auf einem Event ist, wo dir 5000 Leute zuschauen oder so, ist das natürlich wiederum was anderes. Aber so, ich will einfach meine Ruhe zu Hause. Ich glaube, daran liegt das. Das ist einfach so, dass ich alleine zocken muss. Ich brauche einfach meine Ruhe. Vielleicht werden wir das nächstes Mal so machen, ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch nicht dafür jetzt hier die hundertprozentige Schuld geben. Natürlich viel Pech auch dabei gewesen. Aber ja, für mich persönlich ist das einfach peinlich gewesen, so weißt du, weil ich will mich FIFA 18 als E-Sportler integrieren, verkacke dann so ein Spiel. Natürlich, Benzi ist nicht schlecht oder so, keine Frage, aber Leute, wenn wir ehrlich sind, ich bin eigentlich besser als er. Muss man einfach so sagen, Leute. Das ist einfach so. Ohne jetzt hier irgendwie abgehoben und arrogant zu klingen. So, ich finde, die Besten aus Deutschland von YouTube sind auf jeden Fall Danny und ich. Also Prones und ich, muss man so sagen. Gamer Brother, würde ich sagen, kommt auf jeden Fall so danach. Der spielt auch sehr, sehr gut. Aber so, das sind so die Top 3, sage ich mal. Und deshalb ist das für mich umso bitterer, wenn ich dann verliere und dann noch meine E-Sport-Karriere einschlagen will. So ist der, wie ich meine. Das war schon echt Abfuck, aber... Mal gucken, wie das nächste Gruppenspiel ausgeht, Leute. Das soll alles keine Ausreden sein oder sonst irgendwas, aber ja, ihr wisst Bescheid, Leute. Und ja, wir gehen jetzt mal in den Anruf von Dimitri dann. You got my money? I have it. Meet me at the warehouse on Maganet in Downtown Broker. Come along. Okay. Hä? Hallo? Hallo? Wo sind die Missionen hin? Ich schwör auf alles, sind keine Missionen mehr. Ey, was hat das Spiel für Bugs momentan? Richtige Bugs Bunny, Alter. Hä? Ich schwör's dir. Ah, Little Jacob ruft an. Er kommt. Aua, meine Schwester, Bruder. Aua, Nathaniel, somebody. Ufi, du. Alright, my brother. Me and them Russian and seriously vexed with you. I only pissed off one. He's dead. I'm going to meet Dimitri to collect on the hit. Yo, Nico, you better watch your back, you know. I know you're wicked, but them white are some dog ass. I'm not afraid of him. Yeah, what I can't see, the art can't leave, but you know. Yeah, come with you. Where's the place? A warehouse on Mohane. I know the one. See around the back. Oha! Triff dich mit Little Jacob in East Hook und ich wollte gerade die Mission starten, die dreckigen Pisser, Alter. Das müsst ihr dann noch hinfahren. Aber ja, Leute, wie gesagt, das mit Fatal, wenn es vielleicht ein Video nicht so rüber kann, das hat mich echt enttäuscht, Alter. So, keine Ahnung. Aber ja, das ist halt. Ich weiß es nicht, ey. Ich kann es nicht beschreiben, Mann. Man muss alles ausprobieren, gucken, was für einen am besten ist, wie man am besten spielen kann. Ich kann mal. Du dreckiger Hund, Alter. Tuale Kulp. Wir brauchen jetzt auch nicht zu schneiden. Ich werde jetzt einfach da überspringen, die Fahrt. Ja, Leute. Ich hasse es, wenn Leute denken, ich versuche Ausreden zu suchen oder sonst was. Ja, einfach viel Pech gehabt. Was soll ich machen? Ist halt alles sehr, sehr blöd gelaufen, Alter. Das ist so mies gewesen, ey. Das fuckt mich selber ab. Weil ich habe so gedacht, so... Okay, wenn jetzt nicht... unbedingt Erster, so habe ich, war eigentlich schon mein Ziel, aber wenigstens Zweiter, wenn wir aus der Gruppenphase rausfliegen, das wäre für mich persönlich mega peinlich. Für mich persönlich ohne Spaß. Ich weiß nicht, wie Stefan sieht, aber für mich wäre es sowas von peinlich. Na, kann man nichts machen, Alter. Auf jeden Fall machen wir jetzt weiter bei der nächsten Mission. Little Jacob. Aua, meine Schwester, Bruder. Ich feiere den Typen, ne?
Warum haben die sich jetzt nochmal getroffen? Ich hab's vercheckt. Scheiße. Wen suchen die? Ah, vielleicht sucht er diesen Dimitri und... Hey, Nico. Ah, da ist er. Glad you can make it. Yeah. Der will ihn umbringen. You got the money? Sure. But I just wanted to say how grateful me and my bosses are for what you did. Das ist der Ver... Yes. And I just wanted to check something with you. Das ist der Verräter. Das ist ein dreckiger Bastard, glaube ich. Nico Bellic, correct? Oh mein Gott. This? And you used to work the coast in the Mediterranean, oh smuggling God. People into Italy. I don't know what you're talking about. But you messed up and left a lot of bad debt. You left a good friend of mine out of pocket, big time. Hello, Nico. Oha. Hello. Wo kommen die denn hier? Where is our money? I don't know. I didn't rob you. Really? We were busted a mile off the coast. I had to swim for my life. I don't know what happened. I nearly drowned. My heart is bleeding. I did my best. I didn't fuck up. Oha, Alter. Ach du Scheiße, Little Jacob. Oh mein Gott. Ich werde jetzt alles so direkt abknallen. Erledige Bulgariens Männer. Ey, das ist so ein Bastard, der alles Verräter. Leute, ich schwöre es euch. Daran merkt man, man kann... Ey, es ist so schwer, jemanden blind zu vertrauen. Solche Menschen findest du... Hier seht ihr es im Spiel kaum. Und... Oh mein Gott. Und in der Realität so gut wie gar nicht. Ey, ey, Nico, was macht der da? Bruder, meine Waffen, ne? Ich habe noch meine Pumpgun und Uzi. Eieiei, das wird richtig schwer werden, ne? Das wird richtig schwer werden. Ist das der Little Jacob, ne? Oh Leute, das wird echt schwer werden. Guck mal, unser Leben, ey. Jawohl, den habe ich. Okay, komm. Nico. Geh vor, Bruder, geh vor. Vorrücken. Da. Da hinten ist einer. Schieß den da ab, Mann. Wie viel ist er auf ihn zielt? Nicht auf ihn, auf den anderen. Ey, das fuckt mich dann ab, ne? Ey, das wird richtig schwer. Guck mal, unser Leben hier. So, egal. Ich rasiere jetzt einfach direkt. Warte da. Scheiße, lad nach, schnell, schnell, schnell. So, die haben wir jetzt gleich. Boah, da oben ist einfach einer, Mann. Bombokot. Oha, noch mehr? Fuck! Oh nein, da oben. Da oben, Ernie. Oh, Digga, geht die Arbeit echt immer schwerer, merkt ihr das? Oh mein Gott, Alter. Mein Leben. Es ist mir so dunkel hier irgendwie, Alter. Ich sehe fast nichts. Scheiße, scheiße. Oh Leute, meint ihr, wir packen das? Wir müssen echt gut in Deckung bleiben, ey. Nicht so wie der Pisser. Er muss so lange nachladen, dieser scheiß Uzi, ne? Wo ist noch einer? Da oben. Fuck, was machen wir? Er rückt ein bisschen vor, würde ich sagen. Zieh durch, Ernie. Oha. Nein, nein, nein. Digga, die haben krasse Waffen, Mann. Ich muss echt aufpassen. Hier ist direkt einer. Und über mir. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Die hauen ab, die Bastarde, Alter. Diese eine... Oh mein Gott. Ah, die Polizei. Ey, Leute, das wird richtig schwer. Oh mein Gott. Leute, das wird jetzt so schwer werden. Nein. Da ist er direkt vor dir, Bruder. Ey. Ey, jetzt reicht's aber, ne? Die Steuerung ist gerade nicht die beste in GTA. Das wisst ihr, denke ich, auch, Leute. Ey, dieser Pisser. Der ist einfach hier versteckt. Na, wir sehen nur ihn an, ne? Oha. Da oben auch noch. Digga, die Polizei kommt auch noch jetzt. Die Polizei ist auch noch da. Ey, Leute, das ist gerade richtig schwer, ne? Ey, aus dem Nichts so eine schwere Mission. Ich schwöre es dir. Da. Ja, wie soll ich den decken, Bruder? Komm, mein Leben. Wo ist der? Little Jacob Asachbe. Wo bist du? Ja, am besten jetzt natürlich die Pumpgun, ne? Oder? Ich meine jetzt die Pumpgun, Alter. Oha! Wo kam...
Wo kommen diese Schüsse her? Leute, wo kommen diese Schüsse her? Ey. Digga, was ist das für eine Mission? Die macht aber übertrieben Bock gerade. Bruder, Leute, wir haben verkackt, glaube ich, ne? Ey, ich will wissen, wo diese Schüsse herkommen, ne? Wir werden gleich sowas von drauf gehen. Was machen wir jetzt? Wo ist Little Jacob, Alter, der Bastard? So, wo sind die? Seht ihr irgendwo einen? Ich sehe keinen. Hä? Hier ist ja gar keiner mehr. Hä? Und jetzt? Oh Gott. Was soll ich denn jetzt machen? Egal, ich muss jetzt durchziehen, Leute. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Komm jetzt. Warte. Ach, doch nicht das. Ey, ich wollte das ganz anders machen. Es klappt nicht das, was ich will. Boah, die Cops schießen locker noch präziser, Alter. Fuck. Komm, komm. Den Wagen, den müssen wir hier stehen lassen. Der ist wichtig. Boah, der hat eine Pumpgun gehabt, der Bastard. Habt ihr das gesehen? Der hat eine Pumpgun gehabt. Wenn er uns einmal damit trifft, wir sind tot. Der soll ich zeigen. Digga, darf mich nicht treffen. Komm, geh rein, Bruder. Ey, du bist so behindert. Digga, steig ein. Steig ein. Wird dein Erfahrungslevel los. Yalla, yalla. Oh Gott, jetzt. Oh Gott. Jetzt müssen wir die Bullen loswerden, Alter. Wenn wir... I don't fucking know. I can't think about it now. I need to shake these fucking pigs. But I'm all I'm undone. You're right to stand in on Nico. Wir sind hier gerade sehr, sehr gut. Hier müssen wir bleiben. Da oben ist zwar eine Straßensperre. Da, auf der Brücke, okay. Oh nein, nein, die kommen. Schnell, schnell, rechts. Schnell, schnell, schnell. Jawohl, Alter. Boah. Ich schwör's dir, das war eine richtig krasse Mission. Seid mal ehrlich, Alter. Das war mit die geilste Mission bisher. Die war nicht so einfach, Leute, muss man ehrlich sagen. Ja, falsche Schlange. Ja. Was ein Hund, Alter. I had a monkey climb the more I'm exposed in battle, you see it? I will bring him into town myself. I promise you this. Ja, das ist schon echt krass, merkt ihr, Leute? Man kann einfach niemandem vertrauen. Ich dachte, Dimitri wäre korrekt. Und dann so ein Bastard, Alter. Einfach in der Lagerhalle kommt dieser Mr. Bulgarian, den Nico noch von damals kannte. Und der hat ihn einfach verkauft, so wisst ihr, wie ich meine. Und deshalb, diese Welt ist so furchtbar, Alter, auch in dem Spiel rein, echt, da muss man so viele Sachen einfach aufpassen, das ist so krass, Alter. Junge, Junge, ey. Hey, thanks for your help, Jacob. One love, my brother. One love, my brother. Aber my question, my brother. Ich feier die, Alter. Jacob, der war mir von Anfang an sympathisch, der ist richtig korrekt, den feier ich, der ist auch immer für mich da, Mann. Wir haben es geschafft, Leute, Alter. Du kannst Roman anrufen, um ihn über die Situation zu informieren. Okay, dann ruf von dem anderen Roman und informieren ihn mal. Und guck mal, was er jetzt ihm sagt. Bin mal gespannt. Roman, what are you doing? Why are you whispering? Well, I'll be there soon. Fahr zu Roman. Warum war der denn jetzt am Flüstern, Alter? Ey, Leute, was geht hier ab, Mann? Wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, wir sind da. Ich bin jetzt gespannt, was hat denn der Roman jetzt hier gemacht? Wir haben noch so wenig Leben, ne? Egal, wir machen ein bisschen Party! Scheiße, Alter. Ich bin gespannt, was jetzt passiert hier, ey. Wir sollten ihn informieren. Auf einmal sagt er Flüstern, Flüstern. Was zur Hölle geht jetzt hier ab? Roman, where are you? In here! I'm stuck! Let me out! Was macht der denn da drin? Wie hat der denn überhaupt anrufen können? What are you doing in there? I got scared. People started calling the house and hanging up. You weren't answering your phone. What happened? We've got a big problem. Dimitri was not a man of his word.
So we're dead. More or less. Everything was fine before yes. you. Yes. Fine, and now this? Thank you. Thanks a lot. It's Vinny. Nibit. What's done is done. Yes. But there's a bigger problem. What? That guy I owed money to, Bulgarin. Yes, the guy in Europe, who lives by the Adriatic. Yeah, yeah, he's here now. Great. I'm sorry. Krass. I've ruined your life. No, don't be like that. We can find a way out of this. Bunch of idiot Russians. I will kill every one of them. No, that's exactly what you won't do. We don't have time for revenge. We can't afford it. What can we afford? We can lay low and start over. Please. Come on. Let's go back to the apartment. Junge, 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 Alter. Die stecken so tief in der Scheiße, Alter. Also wenn einer sich beschwert, dass er tief in der Scheiße steckt, ey. Mallory. She might have somewhere we can hide out. Fast Roman Apartment. Ey, guck mal, irgendwas sagt mir mein Gefühl, dass dieses Apartment jetzt brennen wird oder so. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas war da zur Hölle nochmal. Jetzt ruft er Mallory an. Irgendwas war da, glaube ich. Ich erinnere mich, glaube ich, ein bisschen zurück. Ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen Ärger. Any of your cousins have a place we could use out in Bohem? Oh, you're an angel. Beautiful and kind. I love you. We'll see you there. The Mallory is voll korrekt. Maybe things are not so bad. This I did not expect. I was thinking about getting out of the cab business. Last night I had a dream. Really? Yes. Was für ein Traum. You and I had a place of our own. A place where people come to eat and relax. Classic. Alles klar, Roman. None of this fast food diner bullshit. We own a real restaurant. Tavern is a place of distinction, you know? What is going on? Siehst du? Oh mein Gott. Fuck, it's fucking burning! Okay. The whole place! Krass! I've got to get something! Leave it, cousin. This place is gone. They burnt it! They fucking burnt it, Nico! Das will ich mir angucken, Alter. Das will ich mir angucken. Was? Oha, man geht nicht mehr rein. Ja, ich gehe erstmal kurz essen, Leute. Damit wir unser Leben ein bisschen aufladen. Schwörst ihr? Ein paar von euch haben geschrieben, ey, du cheatest locker. Ich schwöre auf alles, jedes Mal. Ich habe bisher kein einziges Mal gecheatet. Wer ist denn da hinter mir? Ich will essen. Hallo, gib mir was zu essen. Jawohl. Can I serve you? One cheeseburger, please. Ey. Here you go. Ich könnte auch so geil dieses GTA Live Let's Playen, ne? Wisst ihr, wie geil ich das machen könnte? Ich könnte auch so eine richtig geile Rolle übernehmen. Ich kann ja auch meine Stimme sehr gut verstellen. Ich komme so als brasilianischer Drogenschmuggler und so. Boah, wie geil das wäre, ne? Alter, so krass, ne? Apartment brennt einfach und mir ist es eingefallen. Ich schwöre, habt ihr das gemerkt, Leute? Ich sag so, irgendwas sagt mein Gefühl, ist mal am Brennen. Und genau das meine ich so. Manche Situationen, man selbst erinnert sich nicht mehr dran, aber wenn das geschieht, wenn ihr es nochmal sieht, dann erinnert euch wieder zurück. Es ist genauso, wenn ihr jetzt irgendwo, zum Beispiel, ihr wart feiern oder so, oder irgendwo unterwegs, und jemand hat ein Foto von euch gemacht und das Foto wird euch gezeigt. Alter! Das Taxiunternehmen. Not my home, not my business, nothing. Das Taxiunternehmen. I'm sorry, Roman. I'm really sorry, but we have to go. We'll meet Mallory and Bohan. You still have her. And you, for all the good you've done me. Damn. Fahr nach Bohan, Alter. Warum nicht direkt nach Sohan? Ey, krass, man. Mich freut das richtig, dass ich mich daran erinnert habe. You don't, because it was easy for you. You had it all from day one. It took me months to get some cash together. Finally, I bought a cab, and then another. Then I got the depot. I slept under my desk at that place for over a year. Then I got the apartment. The apartment you thought was so shitty. Well, it doesn't matter. And now it's gone, along with everything else. I said I was sorry. You have a lot to apologize for. Since you got here, I've had my computer smashed. I've been beaten up. I was kidnapped and then shot in the stomach. Er hat uns doch gerufen, du dreckiger Hund, Roman, Alter. Was glaubst du da? Just great since you showed up. You remember that time we went to the bar back home and found it razed to the ground? Just a pile of rubble. Everything smashed.
except for that one bottle of vodka. One bottle of vodka. Wait, I don't want to talk about back home. We're here in America. Oh mein Gott. I should be thinking about my life. Geht's rüber jetzt in die andere Stadt? Wie krass das wäre. Bitte, bitte. Alter, es geht rüber nach New York. Doch nicht. Die haben mich gefickt, Alter. Hey. Junge, junge Leute. Yeah, trying to impress Michelle or something. They're coming to your cousins. Are you there? Great. See you in a bit, dude. Aber nochmal Glück gehabt, ey. It was just that. Das war ein Traum. I can't have the tavern now. I have nothing to buy it with. I have nothing. I told you. You still have Mallory. But I wanted to really have her. I wanted to marry her. You can still do that. I had bought her a ring. That is what I wanted to show you. It was beautiful ring. Das ist echt krass, Mann, Alter. Das Spiel ist so heftig. Ich feiere das abnormal, ne? Mehr als der San Andreas gerade irgendwie. Ich weiß nicht warum. Allein mit der Grafik und so. Das macht einfach richtig Bock, einfach. Das ist, die Story ist so geil, Mann, Alter. Oha, was ist denn das denn hier für ein Laden, ey? Sieht aus wie eine richtige Kifferbude, ey. Ich schwör's dir. Das gehört von Little Jacob, oder? Guck mal hinten schon die Haschpflanze. Dicke Mariana. I mean, I don't think we'll be impressing women with a wonderful hot tub, but this looks okay. Yes, great. Come on, what's wrong? Hammer. What's wrong? What's wrong? Where should I start? All right, I'll start with you. What's wrong with you? 15 minutes ago, you were cowering in fear because you didn't know what was going to happen. Now, you know everything is shit, and we're going to be killed, and you're all cheerful. I don't get it. I guess I'm an optimist. An idiot, not an optimist. I was bored of Broker anyway. I'm glad you turned up and made some Russian killers burn down my home and business. Oh, yeah. Thanks, Nico. Thanks a bunch. Is that better? Much. Oh, thank God you're okay. Both of you. We're fucked. We're broke and on the run. No, I'm from up here, Nico. I know a bunch of people who might be able to help out. Why don't you come and meet me at the community center later on? I gotta go to work. Bye, Papi. Bye, Papi. And have a shower. You smell a little, mature. Das ist schon eine Süße, ey. Ihre Brille macht mich an. Nein, Spaß. Aber die ist schon nicht schlecht, auf jeden Fall, ey. Ja, die haben mich jetzt richtig tief in die Scheiße geraten, ey. I guess geritten. We start again. Sure. I'm going out. Krass, jetzt kommt einfach ein Neuanfang, ey. Unglaublich, ey. Ich schwör's dir, das macht so Bock, dieses Spiel, Alter. Ich mach richtig Bock, ey. So genial, ey. Ja, Freunde, wir haben die Mission geschafft. Inhalt wurde gespeichert. Du hast jetzt ein Versteck in Boam. Unsere alte Hütte ist abgebrannt. So kann es gehen, Leute, von heute auf morgen. Wir haben jetzt eine neue Mission auf der Karte. M für Mallory, Nummer B. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, was an dieser Stelle hier von diesem Let's Play, Alter. Lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben fürs erste Night Let's Play. Ich hoffe, ihr habt mir zugehört, weil ich alles gesagt habe am Anfang, am Mittel über Fatal und so. Lasst einen Daumen nach oben, ich bin ja selber 6000 Likes, Freunde. Checkt Instagram und Snapchat ab, das dürft ihr nicht vergessen. Damit bin ich raus, Freunde. Danke für alles, Mann. Morgen geht's weiter mit dem nächsten Video. Es wird wieder Dead by Daylight kommen. Es wird wieder Higher Lower kommen und. Ich verabschiede mich, Leute. Macht's gut, haut rein und ciao.